Der weiße Eis ist so lecker. Ja, ach Kiwi, ey, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Warum bist du nicht meine Mina? Nein, okay. haben nicht gesagt. So. Ja, jetzt ist schon fast 0 Uhr und eigentlich wollte ich schon um 23 Uhr. Eigentlich wollte ich schon um 23 Uhr. Den traurigen Storypart haben, Freunde. Es tut mir echt leid, dass sich das so zieht. Die Straße mit Eurostadt verbunden, wo der Militärhafen liegt. Dahinter, naja, geh selbst hin und dann sie nach. Das ist unser Ziel, Leute. Aber vorher will ich nochmal hier hin. Vielleicht bist du mit mir. Nee, Kiwi, nee, sowas würde ich niemals tun. Ach, Freunde. Ja, hatten wir schon wieder zwei. Oh, hier geht's raus. Hatten wir schon wieder zwei. Ja, echt traurige Geschichten. Kamesinwald? Was? Ja, wir wollen hier. Na, ist doch so, Salva. Ist es ja auch nicht. Ist ja auch keine Panda-Börse. Es war doch nur Spaß. Kiwi ist doch glücklich vergeben, Leute. Aber mit Kiwi kann man halt immer Späße machen. Also, nette Späße. Keine fiesen Späße mit Verarschen und so. So was nicht. Und ja, Kiwi, das ist eine richtig geile Musik, ne? So, gehen wir in die Unterstadt, Freunde. Und da wird es dann langsam interessant. Ich habe jetzt zwar diesen einen Typen nicht gefunden, den ich finden wollte, aber naja, egal. Ach, hier ist ja noch mehr. Ach du Kacke, ey. Was denn? Es tut mir leid, Leute, das dauert echt noch kurz. So viel zur Unterstadt. Ja, nee, warte mal, wo war denn? Ach, keine Ahnung. Oho, Kiwi. Ich glaube, der Typ war das. Warte mal. Hallo? Oh, die Kunst ist anstrengend. In den Gräben sieht man schwer, ob man besser wird oder nicht. Wenn ich eine kleine Inspiration hätte, würde ich auf Schwung kommen. Der ist es. Ich könnte wohl etwas Neues schaffen, wenn ich ein paar Kristallfragmente aus dem Kamesinwald hätte. Würde mir bloß jemand welche bringen. Leute, ich versuche die alle zu kriegen, aber das ist eine richtig ätzende Quest. Denn die waren so gut versteckt, diese scheiß Kristallfragmente. Es kann sein, dass ich die nicht alle finde, aber ich versuche mein Bestes. Ich weiß noch, ich habe da wirklich lange gesucht. Wenn wir verabschieden, muss etwas schlafen. Ach man, Kiwi. Es wird doch gleich. Gleich. Wird es doch noch sehr interessant. Aber, Kiwi, es hat mich gefreut, dass du da warst. Dann schlaf schön und träum was du hast. Ruh dich gut aus, ja? Danke nochmal für den Support und bis bald. Was hältst du von dieser Skulptur? Ist nicht einfach hypnotisierend? Nein! Du kannst nur darauf achten, dass ich alles sammle, so was wie den Samen hier. Na? Hallo? Aha. Was ist hier wohnt in einer. Ist doch realistisch gemacht. Im Kanal unter der Brücke, da wohnt ein Penner. War das fies? Ich hoffe nicht. Aber hier ist irgendwie nichts. Hängt das mit einer Quest zusammen? Ich weiß das ja nicht. 400 Schleifchen Traumastors, ja? Schön, dass du da warst und bis bald. Trotzdem gute Besserung für deine Laune. Och nee! Oh Mann, Leute, wir kommen einfach nicht mehr dazu! So, ich, Mann! Halt, Moment mal! Du bist nicht mein Bruder. Es tut mir leid, meine Schwester hat wieder Ärger gemacht. Du verläufst dich doch noch, wenn du so weitermachst. Leute, wir müssen bis um 1 oder um 2 zocken, sonst wären wir hier nicht mehr fertig. Oh Mann, ey. Es tut mir leid. Aber die Träume sind ja auch interessant.
Oh nein, oh, direkt Gänsehaut, scheiße. Oh, was hat er gefunden? Mann, nein. Vergiss mich nicht, hörst du? Mein lieber Bruder. Oh, Alter, mir ist richtig eklig schon wieder. Ich hasse diese Musik, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter, fuck, Alter. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe so Gänsehaut. Einfach von dieser Musik. Der Ruf ertönt hinter ihm, als er sich durch die Menschenmenge der kleinen Stadt schiebt. Zuerst bemerkt Keim nicht, dass er gemeint ist und setzt seine Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit fort. Aber der Ruf erklingt erneut, hängt sich geradezu an ihn. Mein lieber Bruder, großer Bruder! Es ist verwirrend. Lies, dann hörst du es nicht mehr. Hi, Devils Amt. Er war zuletzt vor 80 Jahren in dieser Stadt. Es kann niemanden hier geben, der ihn kennt. Warte, großer Bruder, geh nicht fort! In seiner Verwirrung beginnt sich ein unheimliches Gefühl zu mischen. Denn die Stimme, die ihn mit großer Bruder anspricht, kann nur einer alten Frau gehören. Weiterhin auf der Hut dreht er sich langsam um. Oh, Alter, Leute, ey, bei der Musik, da jetzt mir richtig... Bläh. Alter, genau wie er dachte, es ist eine alte Frau. Die winzige Alte ist gekleidet wie ein junges Mädchen und sieht Kai mit einem strahlenden Lächeln direkt in die Augen. Ich glaub, du verwechselst mich, sagt er und zeigt sein Unbehagen. Nein, bestimmt nicht, sagt sie mit energischem Kopfschütteln und ihr Lächeln wird noch breiter. Du bist der große Bruder Keim. Was? Was ist denn, Keim? Hast du mich vergessen? Er kann sie nicht einordnen, selbst wenn ihm das gelänge. Weiß er genau, dass er keine Bekannten in dieser Stadt hat. Er fragt sich, ob das vielleicht ein zufälliges Wiedersehen mit einer Reisebekanntschaft sein könnte. Aber nein, er ist sich sicher, dass er sie nicht kennt. Und was am merkwürdigsten ist, warum sollte diese Frau, die seine Großmutter sein könnte, ihn mit großer Bruder anreden? Hey Sabrina, schön, dass du da bist. Nee, das ist halt wirklich so eine grusel- und unbehagliche Gänsehaut, die ich hier wirklich gerade habe. Weil die Musik, die kenne ich zu gut aus dem Spiel. Nicht von den Träumen, die lese ich alle gerade zum ersten Mal. Aber ich kenne die Musik von woanders und da wird mir richtig schwummrig und gruselig so. Oh Mann, ey. Jetzt tu nicht so, als ob du das nicht weißt, wer ich bin, Keim. Du bist so gemein. Sie schreit ihn so laut an, dass Menschen in der Menge stehen bleiben und sie anstarren. Natürlich nicht nur, weil sie schreit. In diesen überfüllten Straßen muss man sich immer schreiend verständigen. Das allein würde die Aufmerksamkeit nicht erregen. Genau. Die Stimme der alten Frau ist anders als die eines normalen schreienden Erwachsenen. Sie ist wie das unschuldige, hemmungslose Gebrüll eines kleinen Mädchens, das seinen ganzen Körper in ihr Kreischen legt. Die Leute sehen die Alte bestürzt an und wenden rasch die Augen ab. Ihre Bestürzung ist verständlich. Das schneeweiße Haar der alten Frau ist mit einem bunten Band zusammengebunden. Ihr Kleid hat ein Blumenmuster und Flatterärmel, wie das eines kleinen Mädchens. Viele Passanten sehen die alte Frau mit einer Mischung aus Sympathie und Mitleid an. Nach und nach begann Keim die Situation zu verstehen. Diese alte Frau hat einfach zu lange gelebt. Darum ist die Vergangenheit, die sie in ihrer Erinnerung verschlossen hat, vor ihren Augen wirklicher geworden als die Gegenwart. Ein Passant mittleren Alters zieht an Keims Arm. An einer Stelle würde ich einfach weitergehen. Lass sie nicht mit ihr ein, sie macht nur Ärger. Das stimmt, nickt seine Frau neben ihm. Du bist ein Fremder, also weißt du nichts über sie, aber diese Alte ist senil. Du kannst sie einfach ignorieren, in 5 Minuten hat sie alles vergessen. Vielleicht haben sie recht, doch diese alte Frau kennt Keims Namen. In dem Teil ihres Geistes, der dem kleinen Mädchen gehört, hält sie Keim für ihren großen Bruder. Oh, mir ist richtig creepy, Leute, Alter. Er versucht, seine verblasste Erinnerung zu durchforsten. Er verbrachte damals nur einige Tage hier, er lernte sehr wenige Menschen kennen. Und es kann keiner mehr übrig sein, der sich noch an ihn erinnert. Als Keim immer noch vor der alten Frau steht, entrüstet sich das neugierige Ehepaar. Da versucht mal zu helfen, und was haben wir davon? Schnaubt der Mann. Sollen sie es auch unter sich ausmachen, fügt die Frau hinzu. Lass uns gehen. Was sie auch umgehend tun. In höchster Lautstärke schreit die alte Frau gellend hinter ihnen her, während sie wütend davon geht. Vergiss mich nicht, hört ihr? In diesem Augenblick stellt Keims Erinnerung die Verbindung wieder her. Die alte Frau begrüßt freudig den Ausdruck des Erkennens auf seinem Gesicht. Erinnerst du dich jetzt an mich? Schreit sie. Ich bin Shushu, ich bin Shushu! Erinnert sich tatsächlich an sie, ein kleines Mädchen, das er vor 80 Jahren in dieser Stadt kennenlernte. Damals war sie vielleicht 5 oder 6 Jahre alt, ein altkluges kleines Ding, das als Tochter eines Gastwirts keine Scheu vor Fremden hatte. Sie hatte wahrscheinlich eine Redensart bei jemandem aufgeschnappt und deswegen verabschiedete sie jeden Gast, wenn er nach einigen Tagen aus dem Gasthaus abreiste, nicht mit dem üblichen Auf Wiedersehen oder Danke, sondern mit einem Lächeln und einem fröhlichen Vergiss mich nicht, hörst du? Aber jetzt, da er plötzlich das Mädchen unter den Falten sehen kann, muss Keim den Blick vom Gesicht der alten Frau abwenden. Was denn, großer Bruder? Er bringt es nicht über sich, Shushus leeren Starren direkt zu erwidern.
80 Jahre sind vergangen. Worüber soll man reden, wenn ein Mann, der niemals altert, einem kleinen Mädchen aus ferner Vergangenheit begegnet, das zu sehr gealtert ist? Lass mich bitte durch. Entschuldigung, ich muss mal hier bitte durch. Ein junger Mann bahnt sich eilig einen Weg durch die Menge zu Shushu und Keim. Urgroßmutter, wie oft muss ich dich noch bitten, nicht das Haus zu verlassen, ohne mir Bescheid zu geben? Nachdem er mit der alten Frau geschimpft hat, wendet er sich mit einer entschuldigenden Geste an Keim. Es tut mir furchtbar leid, falls sie dich belästigt hat. Sie ist alt und wird langsam senil. Ich hoffe, du kannst ihr verzeihen. Shushu aber spitzt wütend die Lippen und will wissen. Wovon redest du? Ich spiele doch nur mit dem großen Bruder Keim. Was ist daran so schlimm? Sie sieht den jungen Mann scharf an und fragt, wer bist du? Der junge Mann wirft Keim einen traurigen Blick zu und beginnt wieder sich zu entschuldigen. Mit einem gequälten Lächeln unterbricht Keim ihn. Keim weiß, dass er manchmal trauriger und herzzerreißender sein kann, wenn ein Leben lange andauert, als wenn es vorzeitig zu Ende ist. Ja, aber wie traurig und herzzerreißend ein Leben auch sein mag, niemand hat das Recht darauf herumzutrampeln. Sie scheint es einfach nicht in ihrem Kopf zu bekommen, dass sie alt ist, selbst wenn ich ihren Spiegel davor halte, fragt sie. Wer ist diese alte Frau? Der junge Mann namens Kasche erklärt Keim weiter. Manchmal vergisst sie, dass sie schon gefrühstückt hat, aber die Erinnerungen aus ihrer Kindheit sind teilweise glasklar. Keim nickt in verstummendem Verständnis. Kasche und Keim sitzen auf einer Bank auf dem zentralen Platz der Stadt und sehen zu, wie Shushu Blumen pflückt. Offenbar fertigt sie einen Blumenkranz für ihren wiedergefundenen großen Bruder. Aber hast du denn überhaupt Zeit für solche Geschichten? Warst du nicht gerade auf dem Weg irgendwohin? Nein, nein, schon gut, keine Sorge. Vielen Dank. Zum ersten Mal lächelt er und sagt, so glücklich habe ich sie seit Ewigkeiten nicht gesehen. Der junge Mann scheint überzeugt davon, dass Keim seine Urgroßmutter an jemanden erinnert, den sie als Kind kannte. Keim lässt ihn in dem Glauben. Er weiß, dass Kasche sich nicht vorstellen kann und auch nicht muss, dass jemand niemals altert. Mit ihrer Gesundheit geht es in letzter Zeit wirklich bergab. Bei jedem Fieber fragen wir uns, ob es das Ende ist oder bereiten uns auf das Schlimmste vor. Aber dann ist sie plötzlich wieder auf den Beinen. Manchmal sagen wir im Scherz, ihr Geist sei so verwirrt, dass sie vergessen hat zu sterben. Keim sieht den jungen Mann im Profil. Auf Kasches Gesicht liegt ein sanftes Lächeln, als er von seiner Urgroßmutter spricht. Als er klein war, hat sie ihn bestimmt in den Arm gewiegt und mit ihm gespielt. Als erwachsener Mann passt Kasche nun auf sie auf wie Vater auf ein Kind. Er ruft ihr zu, wie schön, Urgroßmutter, so einen Blumenkranz hast du schon lange nicht mehr geflochten. Mit einer Handvoll Blumen im Gras kauernd antwortet Shushu, das stimmt nicht, ich habe ihm gestern erst einen Kranz gemacht. Dann sagt sie zu Keim, stimmt's, großer Bruder, du hast sie auf den Kopf getragen, ne? Keim legt die Hände trichterförmig um den Mund und ruft ihr zu, oh ja, das habe ich, er duftete so gut. Shushus Gesicht überzieht sich mit einem Netz fröhlicher Falten, überwältigt von seinen Gefühlen, senkt Kasche den Kopf. Keim fragt Kasche, und du kümmerst dich um sie? Mhm, ich und meine Frau Cynthia. Was mit deinen Eltern? Oder auch deinen Großeltern, leben sie noch? Oh, das ging schnell. Mit einem Schulterzucken sagte Kasche, ich bin das letzte weitere noch lebende Familienmitglied. Seine Großeltern starben beide vor 20 Jahren an einer Epidemie. Sein Vater verlor sein Leben in dem Krieg, der vor 10 Jahren in dieser Gegend tobte. Seine Mutter, Shushus Enkelin, alterte schneller als ihre eigene Mutter. Ihr Lebenslicht erlosch vor 5 Jahren. Ich habe A gedrückt, dann ist der ganze Text gespawnt und dann war das Ende der Sequenz, also wohl alles dunkel. Meine Urgroßmutter musste also im Laufe der Jahre ein Begräbnis nach dem anderen begehen, für ihre Kinder und Enkel. Bevor wir es merkten, war sie der älteste Mensch der Stadt. Es muss so einsam sein, so zu leben. Da bin ich mir sicher, antwortete Keim. Ja, der wisse nämlich ganz genau. Vielleicht ist es sogar gütig von den Göttern, den Geist der Menschen zu verwirren, wenn sie zu lange gelebt haben. Wenigstens denke ich das in letzter Zeit häufig. Man würde meinen, sie muss sich einsam fühlen, weil sie so allein zurückgeblieben ist. Aber sie ist keineswegs einsam. Wenn man lange lebt, hat man viele Erinnerungen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, die letzten Tage seines Lebens in der Welt in Erinnerung zu verbringen. Shushu steht auf, die Arme voller Blumen. Großer Bruder Keim, jetzt mache ich für dich einen Blumenkranz. Und wenn Blumen übrig bleiben, dann mache ich noch einen für den anderen da. Keim und Kasche sehen sich verdutzt lächelnd an. Warum grinst ihr so? Fragt Shushu. Seid ihr zwei jetzt Freunde? Sie reißt ihre von Runzeln umrandeten Augen überrascht auf, schenkt den beiden Männern ein fröhliches Lächeln und bricht auf dem Gras zusammen. Kasche will einen Arzt holen, aber Keim packt ihn am Arm und hält ihn mit den Worten zurück. Du solltest lieber bei ihr bleiben. Ironischerweise hat Keim, der niemals wirklich wissen wird, wie es sich anfühlt, alt zu werden, genau aus diesem Grund zahllose Tode miterlebt. Seine Erfahrung sagt ihm, dass Shushu sich diesmal nicht erholen wird.
Shushu liegt dort auf dem Rücken, wo sie hingefallen ist, die Blumen nun auf ihrer Brust verteilt. Auf ihrem Gesicht liegt ein Lächeln. Warte nur eine Minute, großer Bruder Keim, gleich mache ich dir einen Kranz. Ihr Geist verweilt noch immer in diesen Erinnerungen an die Vergangenheit. Wird es bis zum Ende so bleiben? Halte durch, Urgroßmutter, gib nicht auf! Kaschum klammert ihre Hand und ruft mit tränenerstickter Stimme ermutigende Worte, aber sie weiß vielleicht nicht einmal, dass es ihr eigener Urenkel ist. Ich bin's, Urgroßmutter, Kasche! Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Ich hab dich gestern Abend gebadet. Da wusstest du doch, wer ich bin, nicht wahr? Kasche redet so flehentlich auf sie ein, wie er nur kann. Aber Shushu, ein mädchenhaftes Lächeln auf den Lippen, befindet sich schon im Aufbruch in jene ferne Welt. Ich werd bald Vater, Urgroßmutter, weißt du noch? Ich hab's dir gestern Abend erzählt. Cindy hat ein Baby im Bauch. Dann bist du Ur-Urgroßmutter. Unsere Familie wird wachsen. Noch ein Mensch von deinem Fleisch und Blut. Immer noch lächelnd ergreift Shushu mit zitternden Fingern eine der Blumen auf ihrer Brust. Sie streckt sie Kasche entgegen und sagt mit einer Stimme, die kaum lauter als ein Flüstern ist, Vergiss mich nicht, hörst du? Kasche versteht nicht. Wie könnte er auch nur auf den Satz kennen, den sie immer sagte, lange bevor er geboren wurde? Keim legt Kasche den Arm um die Schulter und sagt, antworte ihr. Ich weiß, was du meinst, Urgroßmutter. Ich werde dich nicht vergessen, niemals. Wie könnte ich meine eigene Urgroßmutter vergessen? Vergiss mich nicht, hörst du? Ich werde dich nicht vergessen, Urgroßmutter, bestimmt nicht. Ich werde immer an dich denken. Vergiss mich nicht, hörst du? Shushu schließt die Augen und legt ihre Hand auf die Blumen auf ihrer Brust, als taste sie dort etwas ab. Es scheint fast, als versuche sie die Tür zu öffnen, hinter der die Erinnerungen eingeschlossen sind. Eine sanfte Brise streicht über sie hinweg. Die Blumen, die ihre Brust zieren, tanzen gemeinsam mit den Erinnerungen im Wind. Sicher befindet sich auch der Keim von vor 80 Jahren unter diesen Erinnerungen. Keim greift nach einem im Wind wirbelnden Blütenblatt und schließt es in seine Hand ein. Shushu wird ihre Augen nie wieder aufschlagen. Sie ist zu einer Reise in eine Welt aufgebrochen, in der es weder Vergangenheit noch Gegenwart gibt. Hinter sich gelassen hat sie nur Keim, der ewig weiterleben wird, und Kasche, der bald ein neues Leben auf der Welt begrüßen wird. Kasche umklammert ihren Leichnam und wendet Keim das tränenüberströmte Gesicht zu. Ich danke dir so sehr, sagt er zu Keim, dem Reisenden. Deinetwegen war meine Urgroßmutter ganz zum Schluss so glücklich beim Blumenpflücken. Nein, das war nicht meinetwegen, sagte Keim. Er ballt die Faust und das Blütenblatt in seiner Hand und sagt zu Kasche, den Kranz hätte sie sicherlich deinem süßen Baby geschenkt. Kasche legt unsicher den Kopf, schief und murmelt, ich hoffe, du hast recht. Aber dann sagt er unter Tränen lächelnd, bestimmt hast du recht. Und wegen des Versprechens, das du ihr gegeben hast, sei ein guter Urenkel und vergiss sie nicht. Nein, natürlich nicht. Die Menschen leben so lange weiter, wie sie jemand anderem im Gedächtnis bleiben. Mit diesen Worten macht sich Keim langsam auf den Weg, hinter sich hört er Shushus Stimme. Vergiss mich nicht, großer Bruder, Keim. Hörst du? Es ist die Stimme des kleinen Mädchens von vor 80 Jahren, die ewig klar, süß und unschuldig erklingt und dem Mann liebevoll sagt, den für immer durch das Leben, der für immer für das Leben, der reisen wird. Auch nochmal eine, ja, sehr emotionale Story. Ey, wir hatten jetzt schon drei Träume und das Eigentliche, was euch zum Weinen bringen soll, kommt einfach nicht. Ach, Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir so ein schönes Spiel spielen. Aber wir kommen immer näher, Leute. Jetzt sollte kein Traum mehr kommen. Jetzt sollte es wirklich langsam losgehen. Soweit ich weiß. Wir heulen auch so genug. Das ist der Trauersimulator. Ich will mehr solcher Spiele. Ach, und jetzt mit der schönen Musik, wie das alles so untermauert wird irgendwie. Okay, hier sind halt echt nur Bücher. Der Militär fliegt voraus, du hast doch nichts verloren, verschwinde. Ich gehe einfach durch. Der Militärhafen.
Speichermappe. Wir zocken einfach schon wieder eine gute Stunde länger und es passiert immer nichts. Geisterstadt, Stadt der Ruinen. Ist ja eine ungewöhnliche Farbe für eine Blume. Mädchen lieben Blumen. Hey, gibst du mir eine ab? Au! Nicht pflücken! Hey, kleine Göre. Das nächste Mal warnst du mich, bevor du zuschlägst. Hast du kapiert? Sei still, alter Knacker. Knacker? Alt? Was erlaubt die sich? Habt ihr die gepflanzt? Das sind bloß Blumen, die hier wachsen. Mama hat gesagt, die sind selten. Wie heißen die nochmal? Zartblumen. Ja, genau. Mama liebt die Blumen. Sie welken nicht. Und sie machen die Leute glücklich. Mama hat Mitleid mit ihnen. Weil sie so hübsch sind und Leute sie einfach so pflücken. Weißt du, es gibt bestimmt viele Leute, die diese Blume pflücken würden, wenn sie wüssten, dass die sie glücklich macht. Weil sie hier wachsen, machen sie glücklich. Das stimmt. Weißt du, wenn sie hier wachsen, können sie alle glücklich machen. Sowas hat noch nie einer gesagt. Du bist sicher ein guter Mensch. Oh, danke. Wie heißt du? Ich bin Cook und das ist mein kleiner Bruder Max. Cook und Max? Okay, ich bin Seth. Freut mich sehr. Keim? Keim, hey, komm zu dir, Mann. Hör auf, wir sind Freunde. Hey, du guckst schon wieder so. Sie blühten. Was? Damals. Damals? Damals? Wann denn? Sieh mal an, die Gefangenen, die die Königin freigelassen hat. Das kommt mir auch verdächtig vor. Was macht ihr denn hier? Hey, bleibt stehen! Passt auf, die Blumen! Blumen! Hey, wenn ihr Streit sucht, geht woanders hin. Hey, das sind Zartblumen. Weißt du, die, die glücklich machen. Oh, die sollen wirklich kalt sein. Du denkst wohl an dein Mädchen, oder? Ja, mit diesen Blumen kann ich bestimmt ruckzuck bei ihr landen. Der Typ hat meine Wellenlänge. Hey! Ich will auch welche davon. Bleib bloß da weg, Jensen. Ah, gut. Hey, nicht pflücken! Was willst du denn? Aus dem Weg! Cook, alles okay? Ja. Echt mutig, sich an einem Kind zu vergreifen. Oh-oh. Ja. Jetzt hört gut zu. Das numarische Militär darf alles beschlagnahmen, was auf ihrem Boden wächst. Auch diese Blumen. Sind doch nur ein paar Blumen. Lass uns doch nicht wegen sowas streiten. Was willst du denn? Aus dem Weg, Kleiner. Ist doch nichts dabei. Ich nehme ja nur ein paar. Nein. Wie war das, Kleiner? Ich höre dich irgendwie so schlecht. Ich sagte nein. Ich höre immer noch nichts. Oh, wie süß. Seht euch den mal an. Ich geh nicht weg. Niemals! Hey, was denn? Max.
Warum regt er sich denn so auf? Der könnte unser offizieller Ruhmrichter sein. Seltsamer Haufen, diese Fremden und Gehörn hier. Warum verschwindet ihr nicht einfach hier, bevor wir euch in den Hintern treten, ne? Lasst ihn in Ruhe! Ihr Blödmänner solltet lieber abhauen. Bei eurem Mundgeruch wecken die Blumen! Guck! Oh, wirklich nicht schlecht. Gute Wortwahl, echt hübsch. Ja, wirklich. Hey, du Rotzlöffel! So spricht man nicht mit einem Soldaten Umaras. Nur weil du ein Kind bist, kommst du damit noch lange nicht durch, verstanden? Alter, was ist hier los, Mann? Helfen wir mal den Kids. Aber ja, da ging es gerade schon ein bisschen los. Na, wie weit geht deine Ritterlichkeit denn noch? Ich muss mir überlegen, das war ein nerviger Kampf. Genau, die Soldaten, die drehen richtig durch. Und die Kavallerie, die dreht noch mehr durch. Und die machen halt vor allem auch... Ich habe in Erinnerung, dass die fiese Flächenangriffe machen. Deswegen arbeite ich mal mit Prisma. Wobei, nee, mit ihm mit Keimgrafik an. Keim ist einfach. Das ist mein. Keim kann lähmen. Mit Seth starte ich C4, dass die permanente Heilung bekommen. Mit Jensen machen wir schön Prisma, dass die Alu für Fresse kriegen. Nee, Tina, das kommt alles noch. Das kommt aber jetzt sehr bald, also wir sind schon kurz davor, Freunde. Wir haben es fast geschafft. Wobei die kleine Story mit Mina schon traurig war. Ja, also wir hatten jetzt drei Stories, die ich vorgelesen habe, und die waren alle echt traurig und auch unterhaltsam. Interessant. Ja. Naja. So, ich hoffe, dass Jensen jetzt gleich richtig ausrastet. Die haben halt alle keine Elementarresistenz. Sehr gut. So, mit Jensen können wir eigentlich jetzt normale Zauber machen. Attacke! Und Schiff! Sehr gut. Ihr habt es geschafft, Freunde. Naja, noch nicht ganz. Macht der einen Damage, ey? Was fällt ihm ein? Schiss, Mann! Ja, Mr. Lama Jensen ist halt nicht nur der Nahkämpfer. Ich hoffe, der Sound ist laut genug. Ich wusste, das sind keine Reisenden. Irgendwann finden wir heraus, wer ihr wirklich seid. Denkt immer dran! Wir denken, woran wir wollen, Trottel! Mann, ihr seid aber echt stark. Na, wir machen das ja schon eine Weile. Sie haben ja auch 1000 Jahre lang trainiert, weißt du? Wir würden uns gern bedanken. Stimmt's, Max? Wie wär's, wenn wir sie zu uns einladen? Zu euch? Ja, es ist zwar nichts Besonderes, aber wir freuen uns, wenn ihr mitkommt. Das klingt doch gut. Was machen wir jetzt, Keim? Ziehen wir weiter. Ach komm schon, lass uns eine kleine Pause einlegen. Oh Leute. Ja, Keim, was ist schon ein Tag? Oder eine Woche, ein Monat? Na, komm schon. Bitte. Also dann abgemacht.
Warum denn so eilig? Zeit hast du nun wirklich genug, Keim. Leute, ich krieg jetzt schon Pipi in den Augen, wenn ich einfach dran denke, was gleich kommt. Um zu unserem Haus zu gelangen, gehst du diesen Weg hinab, bis du das Meer siehst. Dann nach links. Unser Haus hat eine blaue Tür. Ja, Leute, die Zäpfchen von Max sind so süß. Wir gehen mal direkt hin. Oh. Das ist halt echt so eine schlimme Stelle, jedes Mal, wenn ich das spiele. Ich guck mir mal schnell auf Wasser. Ich guck mir schnell Wasser, Leute. Ich bruch Wasser. Sonst, Oh je, Nils macht mir echt Angst. Ja, ich hab's einfach noch zu gut in Erinnerung und... Ach, warte mal. Ich hab's zu gut in Erinnerung und ich glaube... Ich glaube, dass, dass jetzt wirklich das alles kommt, was ich so in Erinnerung habe. Ach du Kacke, let's go, Freunde. Ich bin ruhig, hoffe ich. Oh. So, da sind die beiden. Oh, Leute, ey. Hallo, Mama. Mama, wir sind da. Mama, hier sind Gäste. Ach, ich hab richtig Gänsehaut. Ist sie krank? Sieht so aus. Guten Tag. Hallo. Das sind Leute aus Ura. Sie haben die Blumen vor den blöden Soldaten beschützt. Stimmt's? Die Blumen. Scheiße, ey. Mama, was ist? Mama. Die Blumen. Sie haben dich noch einmal zu mir gebracht. Vereint. Oh, Vater. Vater? Was? Vater? Liram, bist du das? Überlebt. Keim, du erinnerst dich. Was denn? Was habe ich angestellt? Gongora. Gongora,
war dort. Hab dich vermisst. So sehr. Verzeih mir, dass ich nicht helfen konnte. Und Mutter? Ich weiß nicht. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Sarah. Ich muss sie finden. Sie weiß nicht mal, dass du lebst. Ich bring Sarah her. Ich schwöre es. Warte, Lirum. Hab ich zu viel versprochen? Oh. Ja, mir läuft die Nase, sagen wir es so. Ist halt echt eine schreckliche Stelle. Oh. Und jetzt vor allem dieser Break. Wir hatten gerade diesen Part mit Keim und Co. Und jetzt sind wir hier bei Tolten. Oh. Aber ja, ist doch übel, oder? Nicht nur, dass die Erinnerungen kommen, ja, die beiden Kleinen sind seine Enkel. Und seine Mutter, seine Tochter ist jetzt tot. Also jetzt wirklich. Chinny, dankeschön fürs, Dankeschön fürs Hosten. Und hallo. Gut.
gut, lasst uns mal mit Tolten weitermachen, denn das bei Lirum ist noch nicht vorbei, Leute. Da kommt noch mehr. Deswegen machen wir hier mal weiter.